Oder keine Ahnung, wie das funktioniert. Hier können wir irgendwas bauen. Hier können wir einen Garten bauen. Den wir irgendwie noch nicht anklicken können. Ein Boot können wir auch noch nicht bauen. Das können wir. Warum kann ich das jetzt nicht anklicken hier? Okay, scheinbar kann ich gerade gar nichts bauen, weil ich irgendwie festhänge. Okay, geht scheinbar alles nicht. Hier, das können wir bauen. Das ist gut. Einen Garten können wir bauen. Die Birthday Trap. Die Trap hier. Da brauchen wir sogar Seile. Ich habe keine Ahnung, wo wir Seile herbekommen. Hier haben wir halt die... Ja, die Hütte ist halt... Die ist halt geil, aber... Schaut doch mal, wie... Okay. Vielleicht müssen wir auch irgendwie das hier benutzen. Beziehungsweise das hier bauen, damit wir da neue Sachen freischalten. Vielleicht das Tutorial einfach mal machen. Ich mache das Tutorial mal. Vielleicht kommt dabei was rum. Ich kann es nicht sagen. So. Vielleicht bekommen wir da neue Sachen freigeschaltet. Da ist wieder einer. Das ist nur einer, ne? Ich könnte versuchen, ihn zu bekommen und dann den Kopf zu nehmen. Dann habe ich mein Ding hier fertig. Soll ich es riskieren? Soll ich es riskieren? Und diesen Let's Play, er rennt weg. Er hat Angst vor mir. Verständlich. Ich meine, ich habe schon seine ganze Familie, glaube ich, getötet. Von daher verständlich, dass er abhaut. Das hätte ich noch mehr getötet. Wollen wir jetzt so ein Shelter? Vielleicht, wie gesagt, wenn ich das so toll, beziehungsweise das nach dem Buch mache, vielleicht schalten sich da neue Sachen frei. Ich teste es einfach mal. Deswegen bauen wir die Scheiße einfach mal. Okay, die Animation, beziehungsweise die Pixel hier sind nicht so schön am Baum. Egal. Fall doch um, du Dreckiger. Du Dreckiger möchte gern Baum. Dass wir eine ganze Horde. Drei Stück. Ah, sie sehen die schon nicht, wenn ein Baum umfällt. Das sehen die nicht. Wenn ein Baumstamm 10 Kilometer durch die Gegend fliegt. Die sind gern am Wasser. Finde ich nicht ganz so geil. Alter, 8 Stück braucht man. 8 Baumstämme für so ein scheiß kleines Ding. Für so ein kleines scheiß Drecksding meine ich natürlich. Die rollen hier weg. Ja. So. Bleib bei mir. Und hier ist auch so ein Hammer jetzt. Ich glaube, ich muss das echt bauen. Tutorialmäßig. Ist so ein Fuß. Nur einen Fuß mitnehmen. Hm, lecker Fuß. Ich könnte mir doch das auch essen, oder nicht? Da können wir uns aber auch als Eingeborener verkleiden. So, Baum, bitte fall um. Dumm, dumm, dumm. Wir brauchen gleich wieder was zu essen und zu trinken geht ja noch. Wir haben die Hälfte der AP verloren. Ich hoffe doch mal, dass es irgendwie wieder voll wird. Vielleicht, wenn ich mich schlafen lege oder irgendwas. Ich versuche dann mal kein Feuer zu entzünden. Obwohl ich davor eins halt habe. Ich weiß nicht, wie man Feuer ausbekommt. Weil es lockt die ja scheinbar an. Oder allgemein, jede Nacht kommt irgendwie einer. Beziehungsweise ein Kannibale. Unentdeckt kann man scheinbar nicht bleiben hier. Das ist so nicht vorgesehen. Aber das sieht doch schon ziemlich cool hier aus. So, 6, noch 2 Stück. Die sollten da rumliegen. Dann brauchen wir noch ein paar Äste, glaube ich. Die sollten da auch rumliegen, weil ich gerade so ein Astgerät umgeklatscht habe. So einen kleinen Baum. So, zack, zack. Kleine Äste mitnehmen. Aufpassen, dass die Patrouille nicht wiederkommen. Und zwar, die kommen ja, wie gesagt, meistens vom... Ich dachte gerade, da steht jemand, dann ist das ja nur diese Scheiße da. Eieieiei, ich bin wieder erschreckt hier. So, ist fertig. Shelter. Okay. Sleep here, if you energy, bla bla bla. So. Wir müssen ja scheinbar echt dieses Scheiß hier spielen. Okay, dann machen wir das. Vielleicht bekommen wir dann neue Sachen freigeschaltet. Vielleicht. Obwohl ich viel coolere Sachen gebaut habe. Wie das, was ich gerade hier bauen muss. Im Tutorial. So, ist der Gegner hier noch? Nein. Alles wieder schön mitnehmen. Da hat ihn den Holder rein. Das wusste ich nicht, dass ich Tutorial spielen muss. Hier bitte hier rein. Hallo? Geht das jetzt hier nicht rein? Ich weiß nicht. Es geht scheinbar gerade hier nicht rein. Ach, muss ich wieder was... Essen oder trinken? Ich versuche erstmal was zu essen. Moment, ich esse erstmal was. Oder habe ich noch was? Ein Snack? Ja. Dann füllt sich normalerweise. Ja, das ist ja schön. Kann ich es jetzt da reinlegen? Ich kann es gerade gar nicht mehr aufnehmen. Warum kann ich diesen Baumstamm nicht aufnehmen? Jetzt. C. Ich kann es gerade nicht in diesen Holder reinpacken. Wieso, weiß ich nicht. Es funktioniert gerade eben nicht. Vielleicht ist mein Inventar. Ich weiß nicht. Vielleicht kann ich nichts mehr tragen, weil ich keine Arme mehr habe. Und ich habe keinen Bock mehr. Zumindest kann ich dies gerade nicht da reinlegen. Vielleicht ist da irgendwas in der Nähe und blockiert das. Also Leute, wir reden ja immer noch von einer Alpha. Von daher passt das Ganze schon. Ein paar Stöcker mitnehmen. Sehr gut. Wir bauen doch alles nur nach Anleitung. Wir sind ein Lego-Mensch. So. Muss ich scheinbar anzünden mit E.
So. Jetzt haben wir am Feuer noch eins. Das dritte schon. So, was haben wir jetzt hier? Okay. Jetzt müssen wir Beeren essen. Okay. Wir müssen Beeren essen. Das ist natürlich sehr gut. Also, das müssen wir, sonst können wir nicht überleben. Deswegen geht es los und wir werden jetzt Beeren essen. Weil sonst können wir dies in diesem Buch scheinbar nicht weitermachen. Und ich denke mal, dass man das machen muss, weil sonst kann man nicht neue Sachen freischalten. Also wagen wir uns aus so einem sicheren Versteck raus und essen Beeren. Natürlich sehr gut. Wir gehen aus unserem Versteck raus und essen Beeren. Also ganze Beeren, Grizzlybeeren essen wir gleich. So, wo sind denn jetzt hier Beeren? Gefällt mir gerade nicht. Gefällt mir nicht, hier wegzugehen, aber naja. Wir merken uns auf jeden Fall, wohin müssen. Okay, das ist auch ein Zeichen. Unser Home ist da. I'm coming home. I'm coming home. Nimm das mal hier alle mit. Wir brauchen einfach noch Äste, beziehungsweise wieder Blätter. Deswegen nehmen wir es alle mit hier. Ich glaube, die Blätter sammelt man auf jeden Fall automatisch auf, so wie ich das sehe. Wenn man da irgendwo gegen klatscht. Wo sind jetzt hier Beeren? Ich hab doch gerade. Ich höre, glaube ich, Schritte oder auch nicht. Boah, hier ist so unübersichtlich hier und man entdeckt bzw. sieht die Eingeborenen nicht, weil sie einfach mal auf den Bäumen rumklettern und so ein Scheiß. Die haben sich so perfekt angepasst, den Wald. Sie haben sogar Kriegsbemalung für den Wald. Was willst du denn da machen? Das ist doch keine Chance. Das ist ein Stein. Das sind Beeren. So. Ach, ich soll einfach nur essen. Habe ich jetzt gegessen? Reicht das jetzt? Step 2? Step 3? Step 2? Geht's jetzt hier weiter? Ich habe Beeren gegessen. Ich weiß es nicht. Alter, ich bekomme voll die Paras hier. Die Frage ist, ob ich jetzt noch Dings essen muss. Die bösen Beeren, beziehungsweise die bösen Beeren. Die giftigen. Ich weiß es nicht. Ob es dann erst weitergeht. Natürlich. Also es kann nur weitergehen, wenn wir giftiges Zeug essen. Natürlich. Weil giftiges Zeug ist so toll. Wer würde das nicht gerne essen? Ich würde auch gerne giftige Beeren essen. Von daher passt das doch schon. I'm coming home. Noch mehr Zeug gegessen. Immer schön essen. Jede Farbe einmal snacken. Das ist der Plan bei The Forest. Ich weiß auch gar nicht, ob es hier jetzt weitergeht. Haben wir jetzt irgendwas Neues schon freigeschaltet vielleicht? Click here to place? Was soll denn das sein? Ein Tisch mit pinken... What? Wir haben ja nichts irgendwie Neues bekommen. Wir gehen immer so langsam wieder Richtung Heimat. Weil ich irgendwie gerade Angst habe, dass wir gleich von waren da welche gerade am See? Oh oh. Das sind Häuschen. Gehören wohl diese Häuschen den Eingeborenen? Wenn ja, wäre es ziemlich blöd. Geht einfach mal nicht hin. Ach, kein Wunder, dass sie die ganze Zeit hier patrouillieren am See, wenn die hier einfach mal ein Lager haben. Ob ich das niederbrennen kann? Es wird so langsam wieder dunkel, deswegen gehe ich wieder nach Hause. Obwohl ich noch giftige Beeren essen muss. Ja, Lars, du musst noch giftige Beeren essen. Vielleicht muss ich einfach nur irgendwas kochen und dann essen. Vielleicht bringt das auch irgendwas, aber dafür brauche ich erstmal ein Kaninchen. Oder eine Echse.
Meine HP ist übrigens wieder hochgegangen. Haben wir irgendwo Kaninchen, Echsen oder irgendwas Allgemeines zum Snacken? Außer hier irgendwie Steine. Eine Steinsuppe. Wie wäre es mit einer wunderbaren Steinsuppe? Sind nicht irgendwo Tiere, die ich töten kann? Ich will töten. Lasst mich doch einfach töten. Töten nicht so. Hallo! Tut mir leid, Kaninchen, aber ich muss. Da ist noch ein Kaninchen. Oder? Da. Nein! Wo ist es hin? Da ist ein Stein. Fucking Mauli, Auli, Macaroni. Geht weg. Geht weg. Oh shit. Ich wollte nur ein Kaninchen essen. Jetzt kommen sie wieder alle. Oh Mann, ey. Habt Angst vor meiner Figur. Sie haben nicht Angst davor. Es sind drei Stück. Haben die Angst davor? Der fängt an zu brennen. Oder brennt der? Der brennt. Oh cool. Die fangen an zu brennen. Wenn die da reinlaufen. Komm, komm, lauf zum Feuer. What? Was war das denn? Nein. Nein, das war der Wurf des Todes. Ey, die hat mich 10 Kilometer weggeworfen. Jetzt bin ich wieder in dieser verfluchten Höhle, aber da kann ich, glaube ich, entkommen. Oh nein. Habt ihr diesen Wurf gesehen? Okay, wir sind komplett blutig. Da ist unsere Heimat. Wir haben eine Taschenlampe. Leute. Habe ich die noch? Ja. Ich kann sie auch wieder nicht benutzen. Ich weiß nicht warum. Manchmal geht es einfach nicht. Ja, Taschenlampe geht wieder nicht. Ich habe keine Ahnung warum. Sie will einfach nicht. Ich drücke Use, aber das funktioniert einfach nicht. Okay, jetzt noch eine zweite Axt. Ich hoffe mal, die ist besser. Kann ich jetzt bitte. Bitte. Vielleicht muss ich das anlassen und dann wechseln. Oh Mann. Taschenlampe wäre viel cooler, weil das wäre viel heller. Ah, Leute, das ist schon wieder... Ich kann es auch nicht sagen, wie es funktioniert. Vielleicht wechsle ich mal hier drauf und dann benutze ich die. Das geht einfach nicht. Can we use a weapon or... Ja, ob es jetzt stärker ist, weiß ich nicht. Okay, ich habe mein Feuerzeug. So, wenn wir jetzt irgendwie hier entkommen können, mein Plan wird auf jeden Fall sein, hier nicht zu kämpfen, sondern abzuwursteln. Weil meistens 50% beziehungsweise meistens steht man immer hier. Ich habe jetzt auch keinen Bock hier, wir waren ja schon hier mal drin. Hier ist irgendwo noch eine Leuchtpistole, die wäre ziemlich cool. Ich werde auf jeden Fall nicht jetzt alle Überlebende beziehungsweise alle Toten hier alle nachgehen. So, Pistole, habe ich jetzt mitgenommen? War die nicht hier? Da ist ein Kopf. What? Ich schieß... Ich hatte gerade... Okay, das war wieder ein Bug. Ich hatte die Leuchtpistole scheinbar drin, obwohl ich das Axt-Symbol hatte. Deswegen hat man das nicht gesehen. Okay. Das war natürlich jetzt wieder ein epischer Fail von diesem Spiel. Wie gesagt, Alpha. Denk bitte daran. So, hier durchcrouchen. Und gleich kommen wieder 3 oder 4 Gegner meistens, aber ich versuche jetzt einfach mal abzuhauen. Ich weiß nicht, wie lange sie mich verfolgen, deswegen... Soll ich Licht mal ausmachen? Vielleicht sehen sie mich dann nicht. Doch, die sehen mich, glaube ich, trotzdem. Hatte ich, glaube ich, auch schon mal getestet im Livestream. Deswegen der Plan, hier abzuhauen. Man kann sich wohl hier verteidigen, aber es ist zu krass, weil es zu dunkel ist und die einfach zu stark sind. Und wenn sie wieder so einen Superhit machen, bin ich wieder wieder down. So, wenn die Schlampe einfach mich wieder 10 Kilometer durch die Gegend klatscht. Deswegen einfach sich verpissen und gut ist. Aber ich denke mal, die Chancen stehen richtig schlecht, dass wir dies überleben. Leider. Stehen die richtig schlecht. Aber pst. Versuchen unsere Bestes. Ja. Ist hier keiner? Hier ist keiner bislang. Steht da einer am Ausgang? Nein. Einfach weg. Einfach weg, Leute. Ja. Weit war ich noch nie. Ja. Da komme ich jetzt. Ja. Jetzt war da oben so ein Supermonster, was uns instant killt.
Wo ist das Ende dieser Höhle? Hallo? Was ist das für ein Licht? Ist das ein Gegner? Heieiei. Weiß es nicht. Da brennt ein Feuer, oder? Was ist das? Wo sind wir jetzt? Da liegt einer ohne Kopf, oder? Ja. Scheinbar war hier auch jemand in der Höhle. Wo geht's denn jetzt hier raus? Ich glaube, da geht's wieder in die Höhle. Ich glaube, ich gehe wieder zurück. Also hier war scheinbar jetzt eine Taschenlampe, die ich schon habe. Die ich aber eh nicht benutzen kann, weil man, wenn man Feuerzeug einmal benutzt, kann man es die Taschenlampe niemals equippen. Wenn ja, schreibt es in die Kommentare, wie es funktioniert. Ich weiß es nicht, bei mir geht's nicht. Ihr seht es, ich drücke Use auf I und es kommt einfach nicht. Seht ihr, ich drücke drauf. Drücke dann L für Light. Da muss ich F drücken oder so. Für Flash. Flashlight? Nein, geht nicht. Geht nicht. Es geht einfach nicht. Kann ich jetzt hier höher gehen? Das heißt, ich hier die Treppe weiter hoch. Damit ich mich verpissen kann. Was jetzt? Doppelaxt? Hier ist eine Doppelaxt? Da habe ich wie zwei Äxte in der Hand. Sehr gut. Doppelaxt. YOLO. Oh, es ist Tag. Es ist Tag. Oh, es leckt. Sind wir etwa entflohen mit einer Doppelaxt in der Hand? Die eine Axt spaltet die andere. Ja. Wir sind aus der Höhle gekommen. Wow. Cool. Weg hier, weg hier, weg hier. Und irgendwelche Bären essen. Ja, wir sind entkommen. Wir sind entkommen, Leute. Das finde ich cool. Ich bin noch nie entkommen. Jetzt sind wir entkommen. Es ist ein bisschen buggy hier. So ist gut. Okay. Weil es die ganze... Wo ist jetzt meine Feuerwehr-Axt? Die ist noch da. Okay. Oh, Entschuldigung, weil wir die ganze Zeit hier... zwei Äxte in der Hand haben. Jetzt gehen wir weiter hier. Wir haben jetzt wir sind gleich wieder bei uns an... die Höhle ist ja richtig nah da dran. Ich habe jetzt den Weg wohl vergessen, aber ist gleich um Ecke hier, die Höhle. Ist gut. Ist alles okay? Haben wir geschafft. Wunderbärchen und wir sind wieder zurück bei unserer wunderbaren Heimat. Hallöchen, Heimat. Wie geht es dir? Hier sind unsere wunderbaren Bauwerke. Was ich gesehen habe, dass sie einfach mal, wenn die hier reinlaufen, anfangen zu brennen. Das ist sehr gut, Leute. Das müssen wir ausnutzen. Die fangen an zu brennen da. Also können wir uns quasi einen Wall bauen. Oh, hier ist noch ein Toter. Gib mir deinen Kopf. Ja. Ich will deinen Kopf. Ich will deinen Kopf. Ich habe zu viele Teile. Ich will den Kopf haben. Da fehlt ein Kopf. Da liegt ein Kopf. Ja, ich hab ihn. Und. Sehr gut. Fertig gebaut. Oh, da ist wieder ein. Da ist wieder einer. Da sind wieder drei Stück. Alter, die sind hier ziemlich krass unterwegs. Da müssen wir aufpassen. Und der hat schon wieder random Damage bekommen. Sehr gut, Leute. Wir haben es überlebt. Das finde ich cool. Das finde ich richtig cool. Ich dachte, wir sterben eigentlich wieder in der Höhle. Das ist gar nicht mal so geil. Kann ich die Scheiße nicht wegschmeißen? Scheinbar nicht. So sieht Essen aus. Sieht alles in Ordnung auf jeden Fall aus.